Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Copperkraft. Und ich habe immer noch meinen Weihnachtsskin an. Yay. Ich hoffe, euch hat das Tutorial am Montag gefallen. Wenn ja, lasst dort doch gerne ein Like da. Und auf dem Kanal vielleicht ein Abo. Was machen wir heute? Warum habe ich eine Axt im Inventar? Und ja, was habe ich heute vor? Ganz einfach, ich will erstmal mein Dach abbauen. Warum will ich mein Dach abbauen? Ich möchte mein Dach abbauen. Aus dem einfachen Grund, weil wir da eine Bienenfarm haben. Und ich keinen Bock habe, ständig mit einer Axt hier durchzugehen und den hier wieder aufzuräumen. Das heißt, ich möchte, dass die Blöcke nicht, und ich wiederhole das nicht, ich möchte nicht, dass die Blöcke in Anführungszeichen rosten. Heißt im Klartext, ich baue die Decke ab. Das Dach meine ich. Und das mache ich, um was zu machen? Ich mache das, um zu erfahren, wie viel Wachs wir brauchen, um zu erfahren, wie viel Wachs wir brauchen, um das hier zu bauen. Deswegen bauen wir jetzt erstmal unser Dach ab. Die Blöcke sammeln wir dann später hoffentlich ein. Man hat die Pik in der Reichweite, das finde ich gut. Ich sollte vielleicht aber nicht die Blöcke abbauen, auf denen ich stehe. Ist vielleicht keine so gute Idee, die Blöcke abzubauen, auf denen man steht. Ich baue es dann natürlich später wieder auf, aber ich möchte jetzt erstmal wissen, wie viel Wachs wir brauchen, denn naja, ich habe schon fast 2 Stacks. Ich stand hier, ich glaube, eine halbe Woche AFK, beziehungsweise ich stand hier jetzt ein paar Tage AFK, das dauert wirklich lange. Einmal sind die Viecher mir sogar abgehauen. Und mit Viecher meine ich die Bienen. Ah, da sind ja noch Wachsblöcke. Quatsch, nicht Wachsblöcke, die anderen. Ihr wisst schon, welche Blöcke ich meine. Wir haben hier wieder Slabs. Ich muss nur die Blöcke einsammeln, bevor sie despawnen. Denn das tun sie nach 5 Minuten, wenn sie sich nicht bewegen. Und das möchte ich nicht. Ich habe zwar Kupfer, durch das ich dieses Kupfer hier ersetzen kann, aber das möchte ich nicht. Wie schon erwähnt. So. Dann baue ich mal mein Dach weiter ab. Au. Wobei, wenn ich jetzt eh schon runtergefallen bin, kann ich mein Zeug auch wieder einsacken. So, aber das Dragon Egg, ich weiß nicht. Doch, eigentlich müssen wir das Dragon Egg auch wieder abreißen. Machen wir auch wahrscheinlich. Aber erstmal will ich hier tatsächlich das Dach an sich abreißen. So können die dann noch ein bisschen arbeiten, während ich das Dach abreiße. So. Ist eine etwas, ich denke mal, chilligere Folge, vor allem, weil die meisten Leute im Moment eh im Weihnachtsstress sind. Ach, immer dieses Überlegen. Was schenke ich demjenigen? Was? Ach, das ist furchtbar, ich sag's euch. Die Leute zur Weihnachtszeit, die sind immer, ich weiß nicht, sind wie Zombies. Nur, dass sie ständig hinter Geld und Geschenken her sind und deswegen man schlecht an Waren kommt. Also, irgendwie sind Feiertage nicht so das Beste, was die Menschheit erfunden hat. Ist zumindest meine Meinung. Klar, ist es schön, wenn man was geschenkt kriegt oder was verschenkt. Versteht mich da nicht falsch, aber dieser ganze Stress, das ist mega nervig. Dann muss man dahin, dann muss man dahin, dann muss man dahin. Und die Leute, die hamstern ja auch noch viel Zeug oder kaufen viel weg,
dass der ein oder andere mehr oder weniger leer ausgeht, aber seid mal ehrlich, Leute, das nervt doch jeden von uns. Ich bin da bestimmt nicht der Einzige. So. Und dann dürfte ich jetzt eigentlich alle bis auf den einen da haben. Ich gucke aber vorher nochmal nach. Ob hier irgendwo noch ein Block rumgammelt. Hier scheint keiner zu liegen. Ich guck nochmal unten. Ich springe jetzt einfach runter. Ich habe keine Lust, zu lange zu warten. Deswegen haben wir zufällig. Wo haben wir denn F3 und B? F3 und B haben wir hier. Gibt es hier irgendwo Entitäten? Ja, hier. Nein, die bleiben, wo sie sind. Fische. Nein, ich denke, wir haben so gut wie alle Blöcke eingesackt. Also so gut wie wir haben alle Blöcke eingesackt. Mache ich das wieder aus. So. Was brauchen wir denn an Kupfer? Also wir brauchen schon mal ein Stack, zwei Stacks, 24 und 15. Zwei Stacks und was haben wir hier? Sagen wir 39. Also zwei Stacks und 39 brauchen wir. Stopp. 40. Zwei Stacks und 40 Bienenwachs. Das heißt, wir werden das ganze Dach jetzt nicht schaffen, da wir nicht alles davon wachsen können. Aber immerhin können wir die Treppen wachsen. Das heißt, das ist doch schon mal was Gutes. Auch wenn ich hoffe, dass wir jetzt genügend haben. Ich hoffe es. Hallo Bienchen. Summ, summ, summ. Bienchen summ herum. Es passt tatsächlich. Wir haben zwei Stacks. Haben wir hier eins. Haben wir hier Nummer zwei. Haben wir hier 24. Und hier haben wir 15. Passt doch. Wir haben hier ein Stack. Wir haben hier einen Stack. Den müssen wir aufteilen in 24 und 15. 10. Haben wir hier 24. Oh, was haben wir hier? 13. 14, 15. So. Ja, passt doch. Und wir haben sogar noch genau 10 Stück übrig. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Gut. Dann habe ich mich wohl geirrt und war länger AFK. Das ist gut und wir haben sogar 13 Fackeln. Das heißt, wir können jetzt das ganze Zeug hier zu gewachsten Blöcken verkraften, was ich jetzt tatsächlich auch mache. So, jetzt sind die dran. Ich will nur gewachste Blöcke haben. Gib mich gewachste Blöcke. So, perfekt. Jetzt haben wir ein Stück hier, ein Stück. 15 da, einen weiteren Stack hier und 24 da. Perfekt. Perfekt. Dann hätten wir das dann doch wohl eher geschafft. Stopp. Stopp. Ich habe diesen Block vergessen. Es widerstrebt mir zwar, das Ei hier rauszunehmen, aber ich mache es trotzdem. Und auch den Item Frame brauche ich. Vielen Dank. So, zur Sicherheit nochmal kurz den machen. Dann den. Und dann brauche ich nochmal einen hiervon. Hier sind ja eh 10 Stück drin. Der ist nicht gewachst. Können wir das auch fix? Ja, das können wir auch fix.
im Inventar machen. So, okay, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Und dann können wir unser Dach wieder zusammensetzen, so wie es war. Mehr oder weniger. Beziehungsweise, was ist mehr oder weniger? Wir können es wieder zusammensetzen. Ich hole mir vorher aber noch ein bisschen Erde als Hilfsblöcke. Gut. Dann sollte ich wohl mal anfangen. Am besten. Am besten fange ich dann hiermit wohl an. Die klappe ich jetzt erstmal alle aus. So kann ich am besten entlanglatschen hier. Okay, dann halt der auch, aber egal. Hier auch. So kann ich, wie gesagt, entlanglaufen, ohne dass mich irgendwas stört. Hier wieder. Dann brauchen wir jetzt die hier. Ich möchte diese Blöcke hier haben. So ist perfekt. So ist gut. Okay. Hätten wir das ja geschafft. Dann kann ich auch hier den Item Frame mit unserem Dragon Egg wieder einbringen. Item Frame, Dragon Egg. So. Dann kann ich den Rest mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger, dann kann ich den Rest auch, ich würde mal sagen, einbauen. Ach komm. So. Nein. Das ist es nicht. Okay, ich hätte sie nicht aufklappen müssen, aber egal. Dann gehen wir jetzt hier trotzdem einmal rum. Jetzt bin ich ja, jetzt muss ich überlegen, wie sah unsere Base aus? Ja, jetzt habe ich das Dach nicht im Kopf. Dann öffne ich halt nochmal Minecraft. Ich habe nämlich noch eine Kopie von der Map als Sicherheit. So, okay. Da bin ich wieder. Also einmal schön hier rum. So. Auch hier. Hier dann auch. Einfach gesagt, einmal hier rum. Komplett. Und au. Immerhin weiß ich jetzt, was ich falsch gemacht habe. Immerhin kann ich jetzt einfach all diese Dinger wieder zuklappen. Hätte ich natürlich vorher auch gekonnt, aber so ist es deutlich angenehmer, als es nicht zu tun. So, und auch hier geht's jetzt weiter. Natürlich richtig rum, also in diesem Fall ist das hier richtig. Das ist falsch.
So. Das sollte so sein. Genau. Nein, aus. Böse. Pfui. Böser Block. Hier. Und eigentlich überall. So. Ich kann mir Dinge sehr schlecht merken. Deswegen brauche ich ab und zu mal ein bisschen mehr Zeit als vielleicht in Anführungszeichen andere Menschen. Aber ich denke, ich kriege da eine ganz gute Balance hin. Ich hoffe es zumindest. So, damit hätten wir die erste Schicht wieder. So, jetzt muss ich mal fix wieder nachgucken gehen, wo die nächste Schicht hinkommt. Die nächste Schicht. Ups. Die nächste Schicht. Ja, nächste Schicht ist dann. Wo haben wir sie denn? Wir haben hier noch genug davon. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Ich brauche jetzt gerade die Slabs. Und zwar brauche ich. Stopp, ich brauche den hier doch. Ich brauche jetzt nämlich. Wie gesagt, ich brauche jetzt die Slabs. Der kann weg. Aber vorher sollten wir vielleicht ein kleines Nickerchen halten, bevor Phantome uns ärgern gehen. So. Glücklicherweise kommen wir jetzt auch wieder hier hoch. Ohne dass uns irgendwas dabei stört. Ich muss mal kurz meinen Knopf richten. So, okay. Dann bauen wir uns schön hier lang. Ich will das Dach wieder aufgebaut haben in dieser Folge. Den hole ich später. Jetzt nicht. Ich will erstmal hier die aus. Dann kann ich mir den Block da unten auch direkt wiederholen. Na dann. Wo ist er denn? Au. Ich werde mich hier nochmal selber killen. Dabei habe ich doch schon mehr als genug Tode. Und nach oben geht's. Einmal rum und schon gibt es rum. Das ist gut. Das ist besser. Und das ist schlecht. Das ist besser. Okay, jetzt sind wir fast einmal rum. Gehen wir mal hier rum. Okay. Dann hätten wir die Schicht jetzt auch. Was haben wir in der nächsten Schicht? Auch wieder Slabs. Okay. Nächste Schicht auch wieder Slabs. Das heißt, wir brauchen wieder den Dreck. Block. Nein, nicht da. Den Dreckblock wollte ich eigentlich da haben. Oder war das doch richtig? Doch, es war richtig. Okay. Mein Fehler. Pardon. Dann geht's wieder nach oben.
So. Natürlich ist nicht ausgeleuchtet jetzt, wo wir die... Nein, der muss hier nicht hin. Natürlich ist jetzt nicht ausgeleuchtet, aber das ist auch nicht besonders schlimm. Ich komme hier nicht hoch. Das gefällt mir gar nicht. Dann eben einfach Block abbauen. Okay, einfach einen Ring. Ich ziehe einfach wieder einen Ring. Ganz vorsichtig den Ring ziehen. Genau wie hier auch. Ah, wie ich diesen Mausklick liebe. Okay, als nächstes müssten eigentlich wieder Slabs kommen. Quatsch. Nicht Slabs, ich meinte natürlich Stairs. Also Stufen. Und ich hatte recht. Es kommen wieder Stufen. So, wo haben wir die denn? Die haben wir hier. Die kommen jetzt hier hin. Heißt im Klartext, der Block sagt bye bye. Und nein, hier ist kein Tau. So. Dieses Mal kommen sie aber so rum dran. Und auch hier müssen wir einmal rum. Das Gute an den... Das wollte ich nicht haben. Das Gute an den gewachsenen Blöcken ist, sie rosten nicht. Heißt im Klartext, die werden immer schön gewachsen sein. Außer ich ändere das wieder zurück in nicht gewachsen. Was ich nicht tun werde, da ich dieses Achievement haben will. So, was kommt jetzt nach den Treppen? Kommen wahrscheinlich wieder Slabs. Ja, Slabs. Nach den Treppen kommen wieder Slabs. Mein Magen grummelt schon. Ich habe nämlich heute noch kaum was gegessen. Eigentlich nur ein Frühstück, aber... Heißt ja nicht ohne Grund, Frühstück ist das Mahlzeit, was am besten ist. Beziehungsweise am wichtigsten ist. Und rum. So, jetzt sollten eigentlich nur noch, ich meine, nur noch diese Blöcke sollten kommen. Das ist nicht so, ich sag mal, fabelhaft. Nein. Böses Block. Oder doch? Jetzt muss ich gucken, wie die gesetzt werden. Okay. Probieren wir es mal. Nein. Zu hoch. Eben wieder runter und einen Block niedriger setzen. Warum auch nicht? Ich meine, das ist ja die Springfolge, also springen wir, ne? Gut, dann jetzt hier den Block lasse ich mal kurz da. Nein, das ist falsch. Das muss so hin. Das muss so hin, den korrigiere ich jetzt gleich. Zwar jetzt. Ansonsten würde der sich nämlich falsch verhalten. Und dem Block muss ich hinterher springen. Ach, das ist der Erdblock. Okay. Den können wir jetzt abbauen. Warum mache ich das immer wieder zu? Ist auch egal. Und jetzt fehlt nur noch der Schlussblock.
welcher dieses Lab darstellt. Und schon haben wir Lablets-Ableiter und ein vollgewachstes Haus. Wieso habe ich nur 3 Fackeln? Irgendwas stimmt da nicht. Ach nee, es sind 13. Ich habe mich verlesen. Jetzt müssen wir die Fackeln wieder richtig platzieren. Da. 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 Hier nicht. Hier. 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 Und hier. Es müssten jetzt 8 Fackeln sein. Ja. Und der Rest ist dann im Haus untergebracht. Das machen wir dann jetzt. Wenn ich den Eingang wieder finde. Da ist er. Okay. Dann brauchen wir wahrscheinlich. Was heißt wahrscheinlich? Wir brauchen. Jetzt muss ich tatsächlich spicken. Ich kann mir solche Sachen so ultra schlecht merken. Okay. An den Wänden brauchen wir welche. Das heißt auch da. Das heißt, es müsste eigentlich auch da hinten hin eine hin. Da hinten eine hin, so rum. Na komm. Lass dich verdammt nochmal platzieren. Komm. Lass dich platzieren. Platziere ich dich halt so. So. Das dürfte es sein. Okay. Dann brauchen wir hier noch eine Fackel. Eine haben wir noch. Die schätze ich mal. Muss ich auch nachgucken. Die gehört an die Wand. Hier hinten. So, damit hätten wir das geschafft. Ich habe meinen Dreck wieder, den ich nicht brauche. Die Axt ist gerade recht useless. Es ist dunkel. Wir haben ein Dach über dem Schädel. Ist doch alles gut. Und wir sind Level 79. Ich mache ein Nickerchen. Und ja, dann haben wir jetzt eine bewachste Map. Beziehungsweise wir haben jetzt ein bewachstes Dach. Ist doch gar nicht so schlecht gelaufen. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat als 15 Minuten. Aber hey, immerhin haben wir jetzt ein gescheites Dach, das nicht rostet. Sieht doch viel. Ich finde persönlich, das sieht so viel besser aus, als wenn wir das rosten lassen. Ich meine, die Freiheitsstatue in New York, na, die ist ja gerostet. Deswegen hatte ich ja dieses Grün angenommen, aber ich finde das Grün in Minecraft, das trifft das nicht so gut wie im Real Life. Muss auch nicht alles realistisch sein, aber was haben denn unsere Bienchen hier gemacht? Oh, wir haben wieder 11 Stück bekommen. Nein, 12 sogar, denn es waren hier vorher nur noch 9 drin. Das ist auch gut. Ja, dann können wir nochmal fix zu Creeper Farm, glaube ich, fliegen. Was ist hier, glaube ich? Ich fliege nochmal fix zu Creeper Farm, schaue dort nach dem Rechten und dort beende ich dann auch die Folge. Also, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann könnt ihr jetzt gerne abschalten. Und den restlichen, ich glaube, Mittwoch genießen. Und wenn ihr dranbleiben wollt, dann. Ja, dann schreibt einfach Gunpowder in die Kommentare, dann weiß ich, wer alles bis zum Ende geguckt hat. Und wir haben eh nur noch 16 Raketen. Aber irgendwo haben wir eine Ender-Chest, in der sind noch, ich glaube, 2 Stacks oder so.
Hier sind keine Creeper. Aber es scheint auch nichts despawned zu sein. Oh ja, das ist eine Menge. Da ist es eine Menge. Wie dem auch sei, ich beende dann auch jetzt hier die Folge. Sage bis zum nächsten. Schaut unbedingt beim Tutorial vom Montag vorbei. Ist in der Endcard verlinkt. Und ja, ciao, Leute.